ihr Lieben, hier sind wir ja schon in der Schule. Und heute, tja, da ist ein besonderer Tag, da gehe ich sogar mit rein. Ja, finde ich richtig cool, Mama, dass du heute einen Vortrag hältst. Warum eigentlich nochmal? Heute ist doch Weltfrauentag. Und die Schulleiterin hat mich gebeten, ein bisschen was aus meinem Leben bzw. aus meinem Alltag zu erzählen. Also, ich find's richtig cool, dass du heute zu Besuch bei uns an der Schule bist. Oh, die Schulklingel. Ja, dann lass uns doch mal losgehen. So, also hier ist jetzt das Büro der Schulleiterin. Hier sollte ich mich ja melden. Geht ihr beiden doch schon mal vor in eure Klasse. Ach, guten Morgen, Frau Vogel. Schön, dass Sie schon da sind. Guten Morgen. Ich freue mich auch total, hier zu sein. Und ich muss sagen, ich bin schon echt aufgeregt, gleich vor der Klasse zu sprechen. Das glaube ich Ihnen, aber keine Sorge. Kein Grund zur Nervosität. Und Sie sind auch nicht die Erste, denn wir haben noch einen anderen Gast eingeladen. Und die wird gleich vor Ihnen sprechen. Oh Mann, Hanna, ich bin schon richtig gespannt, was Mama gleich so alles erzählen wird. So, guten Morgen, Kinder. Schön, dass ihr schon alle versammelt seid. So, ihr wisst ja, heute ist Weltfrauentag und dazu habe ich zwei sehr nette Damen eingeladen. Und die erste, die kommt jetzt und ich sag mal so, bitte einen Applaus für Dr. Ed. Guten Morgen, guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. So, dann räume ich jetzt mal die Bühne für Dr. Ed. Hey, Louis, ist das nicht die Ärztin aus dem Krankenhaus, wo du dein Praktikum machst? Ja, genau, das ist Dr. Ed. Guten Morgen, Dr. Ed. Ich bin's, Louis. Ach, guten Morgen, Louis. Schön, ein bekanntes Gesicht hier zu sehen. Und jetzt nochmal für alle, guten Morgen. Mein Name ist Dr. Ed Wienerstrand oder auch kurz Dr. Ed. Nennt mich einfach Dr. Ed. Und ich bin Oberärztin in einer Klinik und heute möchte ich euch einen Einblick in meinen typischen Tag in der Klinik geben. Also, mein Tag beginnt um circa 8 Uhr morgens, wenn ich die Klinik betrete. Dann begrüße ich meine Kollegen und mache mich dann an meine Arbeit. Danach treffe ich mich mit meinen Patienten, stelle dann Diagnosen, führe Untersuchungen durch und erstelle Behandlungspläne. Ich bin natürlich immer darauf bedacht, dass meine Patienten die beste medizinische Versorgung erhalten. Das ist super wichtig. Außerdem bin ich immer stets bemüht, meine Patienten ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Ich stehe jedem zur Seite, der meinen Rat braucht und versuche ihnen zu helfen, so gut ich kann natürlich. Ich bin auch immer ansprechbar, wenn es um das Wohlbefinden meiner Patienten geht. Müssen Sie denn manchmal auch Operationen durchführen? Ja, genau, das stimmt. Also manchmal muss ich auch chirurgische Eingriffe durchführen. Und wenn ein Patient krank ist, müssen wir ihn natürlich operieren, um ihn wieder gesund zu machen. Das kann manchmal etwas beängstigend sein, aber ich versuche, meine Patienten zu beruhigen und ihnen zu helfen, so gut ich kann. Wenn dies dann geschafft ist, fühle ich mich natürlich erleichtert und es ist immer ein super tolles Gefühl, einen Patienten gesund zu machen. So, nach 12 Stunden in der Klinik kehre ich dann abends nach Hause zurück. Es ist natürlich immer ein ziemlich langer Tag und ich bin natürlich abends immer recht erschöpft, aber ich bin immer sehr stolz auf meine Arbeit und bin dankbar, dass ich die Chance habe, Menschen zu helfen und zu heilen. Und ich hoffe, dass ich meine Arbeit auch weiterhin so begeistert und mit Eifer ausüben kann. Wow, also das ist schon echt Wahnsinn. Ich meine, 12 Stunden ist schon ein echt verdammt langer Tag. Und das ist ja wirklich Wahnsinn, was Sie da alles für eine Arbeit leisten. Danke dir. Ja, das stimmt, das ist schon recht anstrengend, aber es ist auch wirklich eine sehr schöne Arbeit. Und eins muss ich noch sagen, also anlässlich des Internationalen Weltfrauentags möchte ich natürlich allen Frauen und Mädchen da draußen Mut machen und natürlich auch euch Mut machen, euren Träumen und Zielen nachzujagen. Denn wir Frauen, wir können alles erreichen, was wir uns vornehmen. Wir sollten uns gegenseitig auch immer unterstützen und uns aufeinander verlassen, wenn wir gemeinsam am Erfolg arbeiten wollen. Das ist ganz wichtig. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass ich euch einen Einblick in meinen Arbeitsalltag geben konnte und euch Mut gemacht habe, eure Träume zu verfolgen und an euch zu glauben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ach super. Danke, Dr. Ed. Das war ja wirklich ein reizender Vortrag. So, das war wirklich super, oder? Ihr habt jetzt schon einige Infos von Frau Dr. Ed bekommen. Aber das war es natürlich noch nicht. Wir haben natürlich noch einen Gast. Und darauf freue ich mich jetzt auch sehr. Bitte einen Applaus für Claudia Vogel. Oh, cool. Jetzt redet Mama auch. Ich bin echt gespannt, was sie eigentlich so zu erzählen hat. Hallo, Mama. Hi, Julian. Und natürlich Hanna. Und natürlich auch der Rest der Klasse. So, manche von euch kennen mich vielleicht schon. Mein Name ist Claudia Vogel und ich bin die Mutter von Julian und Hanna. Und zudem bin ich Hausfrau und führe auch ein Café. Heute möchte ich euch einen Einblick in meinen Alltag geben. Ich bin Mutter von 3 wundervollen Kindern und habe einen tollen Mann an meiner Seite. Ich arbeite hauptsächlich als Hausfrau und kümmere mich um meine Familie. Aber nebenbei bin ich auch noch sehr aktiv und arbeite an meinen eigenen Projekten. Wie zum Beispiel Floristik. Oder ich bastel auch ganz gern mal was. Könnten Sie uns vielleicht noch ein paar Beispiele nennen, was man als Hausfrau und Mutter alles so leisten muss? Also als Hausfrau und Mutter ist es manchmal wirklich schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Es gibt so viel zu tun, aber man muss auch auf die Bedürfnisse seiner Familie eingehen. Dazu gehören Dinge wie das Kochen von Mahlzeiten, das Waschen und Pflegen der Kleidung, das Putzen des Hauses, das Einkaufen von Lebensmitteln, die Betreuung der Kinder oder sie auch in die Kita
oder auch zum Training fahren. Es ist sehr wichtig, dass all diese Aufgaben erledigt werden. Es kann schwierig sein, das Gleichgewicht zu finden, aber es ist das Wichtigste, um ein gutes Familienleben zu führen. Wow, irgendwie war mir gar nicht so bewusst, dass Mama so viel machen muss. Ich meine, wir sind ja auch super oft in der Schule und kriegen das gar nicht mit, was Mama zu Hause alles noch so macht. Ja, stimmt, Julian. Vielleicht sollten wir Mama mal ein bisschen mehr wertschätzen. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Ja, also Sie meinten ja am Anfang, dass Sie auch einen Café betreiben würden. Können Sie dazu vielleicht noch was erzählen? Stimmt, das wollte ich ja auch noch erzählen. Tut mir leid, ich war ein bisschen nervös. Na klar, dazu erzähle ich jetzt was. Also, wie ihr schon wisst, leite ich auch noch einen Café und es macht mir auch sehr viel Spaß, auch wenn es natürlich oft stressig ist. Können Sie vielleicht auch noch ein bisschen erzählen, was Sie so im Café alles für Aufgaben haben? Also, der Alltag im Café ist sehr hektisch. Es ist meine Aufgabe, sicherzustellen, dass meine Kunden zufrieden sind und das beste Essen und die besten Getränke serviert bekommen. Ich muss sicherstellen, dass alles frisch und sauber ist und dass die Bestellungen korrekt sind und natürlich, dass meine Kunden zufrieden sind. Ich muss auch auf die Bedürfnisse meiner Kunden eingehen und ihnen den bestmöglichen Service bieten. Ich muss auch dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter gut ausgebildet sind und dass sie sicherstellen, dass alles reibungslos läuft. Es ist auch wichtig, dass ich als Besitzerin immer verfügbar bin und jederzeit helfen kann, wenn Probleme auftreten. So, ich hoffe, dass ich euch einen Einblick in meinen Arbeitsalltag geben konnte. Super, vielen Dank nochmal, Frau Vogel, das war wirklich total interessant. Dr. Ed, möchten Sie vielleicht auch nochmal dazukommen? So, dann bitte ich doch nochmal um einen kräftigen Applaus für Dr. Ed und Frau Vogel. Boah, also ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Das war echt alles interessant und ich habe so viel gelernt und mitgenommen heute. Also ich bin wirklich so froh, dass wir heute diese Vorträge gehört haben zum Weltfrauentag. Und es ist echt cool, was Mama alles so leisten muss als Mutter und Hausfrau und was Dr. Ed alles leisten muss im Krankenhaus. Wow, also ich habe da wirklich Respekt vor. Und ich muss sagen, die beiden Vorträge haben mich irgendwie total ermuntert. Und jetzt weiß ich, dass ich alles werden kann, was ich will. Hey Leute, ich bin's Emma Vogel und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei, denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!